Sie erwarten ein Paket oder wichtige Dokumente? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen die Lieferung von United Parcel Service, kurz UPS, zugestellt wird, ausgesprochen groß. Denn UPS, 1907 als lokaler Kurierdienst in den Vereinigten Staaten gegründet, ist heute der größte Express- und Paketzusteller der Welt und zugleich führender Anbieter spezialisierter Beförderungs-, Logistik-, Kapital- und E-Commerce-Serviceleistungen. Mit fast 400.000 Mitarbeitern weltweit verwaltet das Unternehmen täglich den Fluss von Gütern, Finanzen und Informationen in mehr als 220 Ländern. Dabei wird ein Volumen von 2,4 Millionen Paketen und Dokumenten pro Tag erreicht. Nordrhein-Westfalen dient UPS als entscheidender Knotenpunkt in Europa. Vor über 35 Jahren gründete das Unternehmen seine Hauptverwaltung in Neuss. Und schon seit 1986 betreibt UPS sein europäisches Luftdrehkreuz am Flughafen Köln-Bonn. Bis heute hat der Konzern seinen europäischen Airhub in NRW bereits viermal vergrößert und zum Herzstück seines internationalen Netzwerks ausgebaut. Was 1986 mit zwei kleinen Flugzeugen und 2000 Päckchen pro Monat begann, sind heute 53 Sendungen pro Sekunde, also rund 190.000 in der Stunde. Aktuell investierte der Konzern rund 145 Millionen Euro in die Kapazitätserweiterung seines Sortier- und Verteilzentrums in Köln-Bonn. Für den Flughafen die höchste Einzelinvestition seiner Geschichte. Die Sortierfläche ist nun so groß wie 15 Fußballfelder. Als größter Arbeitgeber des Flughafens beschäftigt der Konzern heute rund 2500 Mitarbeiter. Von Nordrhein-Westfalen aus vernetzt UPS ganz Europa miteinander. Die bedeutenden Investitionen und hervorragenden Zukunftsaussichten machen UPS im Jahr 2014 zum Preisträger des NRW Invest Award.